Die Balltradition in Österreich geht in erster Linie zurück auf Joseph II., der 1770 die Pforten der Wiener Hofburg für die Ballbesucher auch aus dem gewöhnlichen Volk geöffnet hat. Und damit ist diese Ballbegeisterung in Wien besonders ausgebrochen. Da hat ja damals der Wiener Walzer seinen Triumphzug als der beliebteste Tanz nicht nur in Österreich, sondern vielleicht sogar in ganz Europa angetreten, denn vorher war der Wiener Walzer ja eher verpönt und bei Hof nicht zugelassen. USP des österreichischen Balles ist vor allen Dingen begründet in der Balltradition, dass die Gäste die Akteure sind. Das heißt, man geht auf einen Ball in Wien, um selbst dort sich zu unterhalten. Es gibt zwar auch natürlich eine Eröffnung, eine sehr festliche mit den Debütantinnen und Debütanten, aber danach geht es eigentlich darum, dass die Gäste selbst sich ein Vergnügen daraus machen, so ein Fest gemeinsam zu genießen. Corona oder diese Ansteckungsgefahr ist natürlich etwas, was eine enge Tanzhaltung und volle Ballsäle und Tanzflächen absolut nicht zulässt. Daher haben wir zunächst einmal überhaupt Betretungsverbot gehabt hier und haben dann eigene Techniken entwickelt, eigene Schulungstechniken, wie man ganz kleine Gruppen auch unterrichten kann. Wir haben ein Präventionskonzept hier entwickelt, das nur Menschen miteinander tanzen können, die im gleichen Hygieneumfeld leben. Und wenn man hereingekommen ist, wurde zunächst einmal Temperatur gemessen und die Hände desinfiziert und dann ab einer gewissen Zeit auch Mund-Nasen-Schutz getragen. Außerdem hat man anfangs überhaupt nicht in Tanzhaltung tanzen dürfen und dann später wurde das doch erlaubt, aber nur für Menschen, die im gleichen Hygieneumfeld sind. Und wir müssen natürlich entsprechende Abstände halten. Das heißt, in einem Saal wie diesem hier konnte man nur 6 Personen unterrichten. 2022 sind wir fast sicher, dass die Balltradition und die Ballsaison wieder stattfinden kann. Das Elmayer Kränzchen ist ja traditionell am Faschingdienstag, also der letzte Ball in der Hofburg in der Ballsaison. Und das wäre der 1. März. Da hoffen wir, dass die Impfmöglichkeit in Österreich schon zu dieser berühmten Herdenimmunität geführt hat und die Ballsaison wieder in gewohnter Weise stattfinden kann.